Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Stylar. Diesmal wieder aus der Lagerhalle in Hohnbach. Sehr kalt, ich habe einen Heizer an, einen Dieselheizer. Wir haben 1000 minus 10 Grad. Hier drin sind auf jeden Fall irgendwie minus Grad. Wie kalt, weiß ich jetzt nicht, ich habe kein Thermometer. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Heute wollen wir mit Schieferdino Plus nochmal vom Valentinstag morgen ein paar Herzen zuhauen oder zumindest aushöhlern, Hohl machen in der Mitte. Und ja, dazu wollte ich euch einfach mal mitnehmen, dass ihr nochmal sehen könnt, wie der Schieferdino so richtig funktioniert. Und ja, wer ihn kaufen will, der Link zum Shop, wo es Schieferdino Plus gibt, findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier drüben auf der Seite, oder hier, oder ich glaube hier auf der Seite, genau hier, auf Abonnieren klickt und dann daneben auf die Glocke, damit ihr immer alle aktuellen News von Stylar mitbekommt. Und ja, dann lasst uns beginnen. Als erstes müssen wir erstmal den Schieferdino auspacken. Das machen wir jetzt, oder auspacken, aus dem Karton rausholen und hier auf den Tisch anbringen, befestigen und dann kann es losgehen. Gut, zunächst müssen wir natürlich erstmal den Schieferdino befestigen am Tisch. Ich habe jetzt hier so eine Bierzeltgarnitur und hier machen wir jetzt einfach Schraubchen dran. Da können wir alle beide miteinander verbinden. Naja, eine reicht. Ich mache eine hier und eine dort. Und ich will jetzt hier durch den Tisch schrauben. Darum reicht das eigentlich zu, wenn man das hier ein bisschen festmacht. Eine auf die Seite. Dann können wir alle beide auf die Seite machen. Das ist ja auch erwackelt, sind wir nicht. So. Ich hoffe, die muss ja ordentlich aufliegen. Dann müssen wir hier anschrauben. Aber wenn wir den durch den Tisch schrauben, ist gleich ein bisschen schade. Gut, jetzt haben wir hier unseren Schieferdino. Plus. Erkennt man daran, hier ist ein Plus, das habe ich auch selber dran gemalt. Nehmen wir aus der Verpackung raus. Und suchen uns einen schönen Platz. Kann man ja auf den Brust anbringen. Oder was weiß ich wo. Pfoste. Und ich mache das jetzt gleich mal so. Ich gehe mal über zwei Pfosten. Ich muss gucken, dass der Schrauber auch noch auf die Pfoste aufliegt. Ja, macht er. Das ist wichtig. Hier sind sie drin. Ich nehme jetzt einfach mal die 45er hier, die hier drin waren. Schrauben das schön an. Soll ja schließlich nicht rumwackeln und rumvibrieren. So, die nur hängt. Stange, Antriebswelle vom Dino, Busch schön festdrehen. So. Mit Schaltbedienung auf der 1, dass der langsamer dreht erst noch, dann ist er rotiert. Muss ja nicht sein. Und wir lösen die Stange. Ja. Er muss angeschaltet sein. Dann Stange rausziehen. Festdrehen. Wenn ich das hochmache, geht er aus. An, aus. Auf der 2 umschalten. Und ich tue immer noch, damit der, wenn der schnell läuft, dass er nicht so rumwackelt, mache ich noch eine zweite. Mache ich noch eine Schraube dran. Ich habe schon im letzten Video schon gezeigt, aber wenn ich jetzt schnell laufen lasse, werden wir gleich sehen, vibriert er sonst, wenn die Wellen nicht mehr ganz so gerade sind, die stürzen noch ab, die Schrauber. Und kriegen einen Schlag oder was weiß ich. Nö, ja, sieht man eine leichte Vibration. Darum nochmal festschrauben. So, läuft die 1. Hier ein bisschen der Schneidezahn, der uns jetzt gleich behilflich sein wird.
Gut, jetzt müssen wir bloß mal noch den Karton mitbringen. Für die Herzen oder für das Schieferherz beste Qualität von Schiefer. Und da kann ich den Asulo A1 von Thijs Böker empfehlen. Der ist glasklar, gerade, die Oberfläche ist schön. Und da kann ich euch sicher sein, dass der von der Qualität her, also dass der nicht mehr wegspringt. Das sind zwar teure Schuppen, aber für das Herz ist das schon okay. Machen wir erstmal eins. Bestellung. Aber ganz am Morgen drin. Das ist ein bisschen laut, das muss man irgendwie umbauen. Mal sehen. So, jetzt haben wir hier unsere schönen Schuppen. Die machen wir übrigens auch in Berlin drauf. Auf der Villa im Frühjahr. Und in Dresden auf der Villa kommt die auch drauf. Freue ich mich drauf. Und mit wunderschönen Schieferkähnen. Achso, jetzt müssen wir uns mal noch den Schiefer holen, den habe ich an der Heizung gelegt. Wird warm gemacht. Dann muss ich den Momentenhammer nehmen. Und den Lierhammer. Oh, das ist kalt, der Schiefer. Ja, minus 8 Grad hat er. Gut, den könnten wir jetzt auch noch mal ein bisschen. Ich hoffe, wir haben eigentlich, jetzt mal vorne hinstellen können an der Heizung. Ich setze den Handschuh auf, da geht es leicht. So, jetzt haben wir das mit dem Herz zu. Wir malen uns eins an. Wir können erstmal eine Schablone machen. Ich mache das immer gerne auf so freie Schnauze. Sage ich jetzt mal so. So. Und. So. Ungefähr. Jetzt war das Loch mit drin. Gucken wir mal. Ich das auch ein bisschen größer machen. Den Schieferschutt nehme ich mir immer gleich auf. Das ist jetzt auch schon gemischt mit Rot und Grün. Und gehen wir am Loch vorbei hier. Kann erstmal die Schablone werden. Weil mein Herz, was ich fertig gemacht hatte mit den roten, was innen drin hing, habe ich schon verkauft oder weggeschickt. Jetzt gehen wir rein in die Mitte. Hier wieder raus. Diese Arbeit machen manche jetzt mit dem linken Schieberhammer. Finde ich, ist ein bisschen übertrieben, weil es geht auch so. Natürlich geht es mit dem anderen jetzt besser. Ich will den anderen machen. Das ist jetzt auch warm. Dann legen wir die Schiefer in der Heizung. Feines Heizöl, Heizöl, herrlich. Da ist alles in der Umwelt. Und die Grünen zu ärgern. Ich hasse die Grünen. Sorry, wenn ich ein bisschen politisch wäre, aber ich habe so einen Hass auf die Grünen. Kann sich gerne vorstellen. So. Kann man nicht, wenn man das mit den Schieferhammer hat, kann man das mal schön ausholen. Ich hätte gerne den kleinen Piccolo-Hammer, der geht auch ganz gut. Also was. Ist so leicht. Früher haben wir das alles mit dem großen Hammer gemacht, mit dem normalen sächsischen. Wunderschön. Gut. Jetzt müssen wir uns das Innenherz anreißen. Das machen wir jetzt mal so einen Pauschalabstand von. Ich gehe jetzt einfach mal so, ich bin ein bisschen kreativ. So. Und so. So, dass rundum ein ziemlich gleicher Rahmen entsteht. Das soll ja ein bisschen natürlich aussehen, nicht jetzt wie aus der Stanzmaschine.
schon so ein bisschen rustikal. Ein bisschen rein, ein bisschen raus. Ja, eigentlich stelle ich das gerne live, wisst ihr ja, aber ich habe hier oben noch ein bisschen technische Probleme mit live, das bricht mir immer ab. Und hier, ihr könnt das noch ein bisschen, gut, da kann man die Eisenseite noch ein bisschen wegnehmen, wenn ich das hier bitte mit Eis gerührt, ja. Das können wir jetzt erstmal, wie gesagt, als Muster machen. Wir fallen Dienstag, da möchte ich ein Herz haben, das bestellt hat. Ich sage jetzt keinen Namen. Ich mache da noch eine Kavo drauf, den mache ich natürlich auch nicht vor der Kamera, weil der Privatsphäre ist. So, sollte reichen. Jetzt klopfen wir hier ein Loch ein. Warte mal, ich muss überlegen. Ja, schneide ich ja scharf in der Seite aus. Wie gesagt, das ist jetzt mein zweites Herz, was ich alles höre. Und ich bin da auch noch nicht so in der Übung drin. Also ich muss denken, ich mache das ja jeden Tag. Das ist jetzt das zweite, was ich mache. Wenn das jetzt schief geht, kann natürlich passieren. Dann geht es halt schief. Dann werden wir sehen. So, Feuer frei. Weil der Zugkraft gezogen ist. Wichtig ist halt, dass man das Herz richtig unten nicht festhält. Wenn das anfängt zu vibrieren, gibt es einen Schlag und es bricht weg. Aber ihr seht, es ist ein Kinderspiel eigentlich. Und das kann sich eigentlich jeder zutrauen. Wie gesagt, den Dino bestellen bei uns im Shop. Und Attacke. Gut. Das war jetzt das Grundherzchen. Das könnte man jetzt auch noch mal ein bisschen mit dem Schieferhammer nacharbeiten, aber ich finde es jetzt so perfekt. Ne? Und jetzt müssen wir natürlich ein rotes Herz reinbringen. Sollte auch ein bisschen reinpassen. Das machen wir ganz einfach. Legen wir uns einfach so drauf. So. Muss ja nicht ganz so groß sein. Ne? Mal gucken, wie es am besten passt. Wenn nicht nur 9 Schieber. Ich denke mal so hier. So sieht es ganz gut aus. Jetzt haben wir unseren neuen Schieferhammer. So, und jetzt machen wir wieder mit Abstand. Rotes Herz hatte ich.
kann ja ein bisschen kleiner sein. Schauen wir uns mal an. Ich habe ja verschiedene. Na gut, der hat sich schon da. Rote Herzen lassen sich, also roter Schiefer lässt sich sehr schwierig bearbeiten. Das zum Beispiel kann man jetzt auch mit dem Diener machen. Aber ich mache es halt jetzt mal mit denen hier. Mir fehlt sich gleich vorher. So wollte ich das erste Mal machen, die Herzen einfach als Pappe zu schneiden. Dann kann man sich das mal ein bisschen genauer aufmalen. Der rote Bestimmung ist ja schlecht oder Ecken aus. Da muss man schon ein bisschen mit Tieren sprechen. Übrigens gibt es den roten Schiefer bei Thijs Böger. Kann man auch mal gucken, www.thijsböger.de. Und dort einfach mal Kontakt aufnehmen. Die liefern den entweder über den Händler. Oder gleich direkt, weiß ich gar nicht, wie sie das machen. Auf jeden Fall habe ich schon einige dorthin geschickt, Leute, die mich gefragt haben, wo sie den schönen roten Schiefer kriegen. Fällt mir jetzt persönlich gar nicht. Und darum machen wir noch einen. Weil ihr seht jetzt hier, dass der Abstand nicht schön parallel läuft und das Herz ist mir auch ein bisschen zu groß. Und da würde ich jetzt mit dem anderen nochmal anfangen. Holen es jetzt nochmal einen Schiefer. Warm. Und schauen mal, was wir jetzt an Herzen da haben. Im Roten. Wir haben ja noch schon bei Rote Fertigparteien. Da müssen wir auch nicht so. Hier, das zum Beispiel. Das ist ja niedlich. Das ist mir alles ein bisschen zu klein. Ich könnte noch mal neues machen. Aber das ist ja erstmal ein schönes Rotes, das wir reinhängen können. Ja, das ist ein bisschen kreativ. Weil das ziemlich dick ist, nehmen wir jetzt mal über den dickeren Schiefer. Einen schönen warmen, dicken Schiefer. Das ist nicht weggeschmissen. Da kann man ja noch was anderes machen. So. Das war jetzt das Herz. Ich gehe jetzt mal so hin. Wir müssen jetzt das Thema den Rand reinbringen. So, jetzt machen wir hier mit Rand. Das ist der Innenrand. So kann man es auch anfangen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Spezialist in den, weil ich das jetzt, wie soll ich sagen, nur das erste Mal oder das zweite Mal mache, weil man das aber viel macht. Für jemand, der ein Geschäft hat, den Deko-Laden, einfach Schieferplatten bestellen. So, das war jetzt das Innenherz. So, und dann das knüpfen wir jetzt mit dem Eisenherz an. Gehen wir jetzt auch wieder hier und machen wir einen schönen Abstand. Das muss ja ein bisschen breit muss es sein, sonst kommt es nicht zu wirken. So, dann reicht es immer noch nicht. So, muss da als Rand reichen. Hier ist unsere Spitze. Und dasselbe jetzt da drüben. So, gehen wir auch so rum. Ich denke mal, das so schön parallel rumläuft. So, da können wir das Herz dann so reinhängen. Ich denke mal, das ist gut.
anreißen. Dann kommt es so breit. Gut, das machen wir jetzt mal. Sound ist gut. Ich bin schon Asylo eigentlich auch nicht gewöhnt. Ihr kennt das immer mit dem Schieferdino hauen. Dann nehmen wir jetzt aber die untere Schneidefläche. Hier. So, ihr seht, Leute, das ist ein Schiefer, der auch wunderbar geht. Ich bin natürlich ein Freund für meinen Schieferhammer. Wir machen das natürlich noch mal ein bisschen schöner. Wir verfeinern das ein bisschen. So, machen wir ein bisschen rund. Hier oben ein bisschen rein, das kann man nicht reingehen. Das passt mit dem Innen wieder nicht zusammen. Ein bisschen weg. So, ein bisschen rein. Damit es natürlicher aussieht. Ja, die Herzform macht das sowieso hier, der andere Seite macht es länger, der andere macht es schmaler. So, und jetzt müssen wir ein Loch reinbringen, wieder. Wenn wir den Beißzahn ansetzen. Natürlich ist der jetzt dicker, der Schieber. Das merkt man schon, dass der ganze Stück dicker ist. Das lässt sich natürlich jetzt mit dem Schneidezahn oben schlechter machen. Oder schwerer, nicht schlechter. Das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt nehmen wir noch einen Schieferhammer. Das ist natürlich jetzt mit Vorsicht zu genießen. Das machen wir hier noch ein bisschen fein. Das machen wir so. Wenn es ein guter Schiefer ist, dann macht das denn nichts aus. Kann man immer ein bisschen drauf rumdengeln und drauf rumklopfen. Dann sollte das auch nicht brechen. Aber mit Vorsicht genießen. Ja, dann kann man die Kanten noch ein bisschen, weil es auch die noch ein bisschen abgewischen ist. Gut. Machen wir mal einen Test.
jetzt aussieht. Ja, das rote Herz müssen wir jetzt bloß noch ein bisschen rundieren hier oben auf der Ecken. Das war ein bisschen weit ausgeholt. Soll ich schon was anderes anhalten? Ach nee, ich hatte ja das, ja. Genau, so war's. Gut, jetzt als nächstes müssen wir das natürlich aufhängen, zum Aufhängen vorbereiten. Dazu bohren wir ein Loch rein. Da gehen wir aber mal auf unsere Pfosten, nicht auf der Werkbank rumbohren. So, jetzt bohre ich hier ein Loch rein. Kleines. Da habe ich mir damals von, ich weiß gar nicht, ob ich das her habe, da habe ich mir was gekauft, solche Strohfaden. Kann man jetzt natürlich auch anderes Zeug nehmen. Ich habe jetzt letztens mal bei den anderen natürlich zwei Fäden genommen. Das sollte eigentlich reichen. Gleichung sollte auch Sinn. Ja aufgegangen werden, dann wird er kürzen, dann legen wir mit hier bei denen. Die Kürzen sind ja auch nicht schlimm, wenn man bloß ein Herz so ein kürzer. Das scheint immer länger zu sein. So, ja, ganz lang. So. Dass ich das hier durchkriegen durch die drei Fäden, durch das kleine Loch. Der eine will nicht so richtig. Dann kriegen wir auch noch hin. Na komm schon. Seid doch mal nicht so ängstlich. Irgendeiner ist es. Nee, da ist nicht drin. Da ist noch nicht. Das liegt daran. Verschiedene Enden an. Sieben Nähe in der Richtung. Wir müssen das Loch nicht zu groß machen. Weil ich will bloß von einem Knoten reinbringen. Jetzt hat es verloren. Jetzt. Gucken wir bloß mal, ob es gerade hängt. So, jetzt machen wir hier ein paar Knoten rein. Oder ein erstmal. Und dann noch mal gucken, ob es den durchs Loch ziehen könnte. Ich könnte das auch mit Kleber hinten ankleben. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oder das würde ich vermeiden. So. Schöner dicker Knoten ist alles gut. Dann wissen wir, dass das auch am Herz hält. Also den Fett runterziehen. Kann man ruhig ein bisschen hier reinziehen. So. Und jetzt gehen wir beim Herz aber wieder hinten lang, hinten durch, beim
Jetzt wird er alle Stricke zusammennehmen und abschneiden, dass man erstmal eine gerade Ansatzkante haben. Jetzt wird er zusammenrödeln. Und jetzt gehen wir beim großen Herz gehen wir jetzt von hinten rein. Jetzt wird er einige Hintergedanken haben, wenn ich das sage. Wie gesagt, wenn du das Loch nämlich zu groß machst, ist dann auch blöd. Also ist gut. Dann bis mit dem bloß alle Stricke hier reinziehen, dass keiner locker hängt. So. Gucken wir uns mal an, wie es aussieht. Man muss ja vorstellen, wenn das jetzt an der Wand hängt, ist ja von der Wand gedacht. Wäre das so eigentlich üblich. Jetzt müssen wir nur eins machen, das darf man nicht vergessen. Ich muss jetzt hinten noch Knoten reinmachen, sonst zieht es ja das Herz immer ran. Das ist jetzt an der Stelle hier und das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Das kriegen wir auch hin. Ziehen wir das Board nochmal wieder zurück. Zwei Finger breit vom Herz weg, dann muss man erstmal Knoten machen. Den kann man ja schieben, die Knoten. So. Gucken wir mal, wo wir den hin. Ja, das war zu viel. Jetzt ist es zu weit, dann muss es weiter runter. Maximal. Das muss so. Das funktioniert. Jo. Perfekt. Jetzt schneiden wir das hier ab, den Überhängsel. Leute, ist eigentlich zugezogen schön. So. So könnte es dann an der Wand gehangen werden. Nichts gerade wenigstens. Ja. So, und jetzt machen wir irgendwo einen Knoten rein. Ja, mit den alten Ströten sieht ein bisschen natürlicher aus. Den Knoten kann man später selber auch noch ein bisschen runterrücken. Ich mache jetzt erstmal hier oben rein. Und dann muss ich das jetzt hier halbieren. So, und jetzt kann man sich das so an der Wand hängen. Halt, war es falsch rum. So, und so. Jetzt möchte der Kunde aber noch eine Gravur haben. Das machen wir jetzt auch noch rein. Und ja. So Leute, ich habe mich jetzt hier schön hingesetzt, schöne Schuhe gesucht. Nehme meinen Schieferdino. Und jetzt machen wir eine Gravur rein. Ich werde es doch bitte zeigen, ist egal. Das ist ja, das weiß ja keiner, wer das jetzt ist oder wer der Name ist. Ist egal. Hey, also, ich graviere es jetzt einfach mal ein, nehme euch mit dabei, mache zwar die Kamera ein Stück runter und los geht's. Thank you.
schön, ja. Noch ein roten Ei. Dienstag 2021. Norm rein. Ein paar kleine Herzen. Und jetzt müssen wir natürlich auf der Rückseite unser, ja, unsere Firma eintragen. Freitag 21. Ich denke mal, sieht ganz gut aus. Wird sich eine Freundin freuen. Ja, Nase läuft ein bisschen. Gut. Das soll es jetzt eigentlich gewesen sein, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst, wie gesagt, unten in der Ecke steht abonnieren, klickt bitte drauf, dann auf die schwarze Glocke dahinter, dann erhaltet ihr alle Nachrichten und auf jeden Fall einen Daumen da, ein Like. Wenn ihr so ein Herz haben möchtet, schreibt mich an, auf irgendeinen Weg, über E-Mail und oder wenn ihr was anderes haben wollt. Ich habe nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel Zeit, ich muss nicht den ganzen Tag jetzt mich hersetzen und das zu machen. Wenn jemand das unbedingt haben möchte, dann mache ich es. Aber ansonsten kann ich euch jemanden empfehlen, der nur sowas macht, der hat auch mehr Zeit dafür. Bei mir ist dann nebenbei noch Dächer decken. Ja, genau. Und wenn ihr mal irgendwelche Veränderungsvorschläge habt oder mal irgendwas anderes, schreibt es in die Kommentare, schreibt rein, Mensch, macht doch mal das und das. Ich versuche es, wenn ich die Zeit dazu habe, werde ich es machen. Und ansonsten danke für eure Kommentare bis jetzt auf den anderen Videos und danke für alles. Und ja, sieht ganz niedlich aus.
Achso, und den Schieferdino, wie gesagt, den gibt es bei uns im Shop. Wir haben den im eBay-Shop drin und etwas preiswerter in unserem eigenen Style-Dach-Shop auf schieferspezialisten.de. Da ist er über 50 Euro billiger wie im eBay, weil bei eBay hat man halt Gebühren. Und könnt ihr euch bestellen, kann jeder mal probieren, das Teil. Er ist nicht sehr preiswert. Wir müssen ja auch durch die ganzen Gebühren und verschicken, kommt das Leppertsch alles zusammen und dadurch ist er halt nicht so preiswert. Ich kann euch empfehlen, weil den kann eigentlich jeder bedienen. Da muss man nicht Schieferdecker sein oder Dachdecker. Das, wer zu Hause gerne bastelt, kann sich so einen Schieferdino bestellen. Wie gesagt, auf schieferspezialisten.de oder im eBay-Shop. Google-Suche benutzen und dann geht's los. Gut, Leute, ich danke und wir sehen uns und ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wenn ihr das Video anguckt. Heute ist bei uns Samstag. Ich trinke jetzt erstmal noch ein schönes Guten Morgenbier oder Mittagsbier und dann geht es nach Hause zum Mittagessen. Und wünsche ich euch auch, wenn man gerade Bier aufmacht. Prost. Hey? Ciao, bis zum nächsten Mal.